Willkommen zurück bei den Mass Effect Andromeda Guides von RPG Guides. Ich bin Pandu und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr die beiden optionalen Relikträtsel auf Eos, also dem ersten Planeten, löst. Ich rede hierbei nicht von den drei Monolithen, die euch dann in so ein Reliktgewölbe führen, wodurch ihr die Lebensfähigkeit auf dem Planeten um 40% steigert. Das habe ich schon in einem anderen Video abgewickelt. Das hier sind zwei zusätzliche Reliktgewölbe, die es im Osten und Westen der Karte gibt. Das ist ein Areal, was erst zugänglich wird, wenn die Strahlung zurückgegangen ist. Das heißt, ihr müsst schon mal den Außenposten errichtet haben und weiter nach Aya zu dem zweiten Planeten geflogen sein, damit das überhaupt in Kraft tritt. Anschließend könnt ihr beide Orte dann aufsuchen. In den Reliktgewölben gibt es größtenteils nichts zu tun. Also besonders in diesem Gebäude, wo ich jetzt hier gerade bin, da dreht es sich wirklich nur darum, die Kiste zu öffnen, die mit dem Reliktschloss, mit dem Rätsel verschlossen ist. In dem anderen Reliktgewölbe endet eine Quest, von daher könntet ihr da auch automatisch drüber gestolpert gewesen sein. Aber dieses komplette Gewölbe ist wirklich nur darauf ausgelegt, das Relikträtsel zu lösen. Und dafür müsst ihr zunächst hier vier Glyphen finden. Und die sind dieses Mal recht weit verteilt. Also ich habe noch nie bei irgendeinem anderen Rätsel so eine große Verteilung, so eine weite Verteilung der Glyphen gesehen. Von daher muss ich mich jetzt tatsächlich einmal hier komplett durch das Gebäude kämpfen. Also alle Relikte hier drin erstmal erledigen. Und dann zeige ich euch auch die Fundorte der Glyphen. Die erste Glyphe ist hier direkt hinter der Säule, vor der ich mich gerade befinde. Ich selbst halte jetzt aber für ein paar Minuten die Klappe. Ich lasse euch einfach mal hier beobachten, wo die Glyphen sind. Das sollte es gewesen sein. Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. So, und das ist jetzt das zweite Reliktgewölbe. Wie ihr sehen könnt, ist das südöstlich vom Startpunkt. Aber dieser kleine Bereich hier ist trotzdem Gefahrenstufe 3 Gebiet, wenn ihr am Anfang auf Eos landet. Und da könnt ihr noch nicht hin, sofern die Strahlung nicht weiter zurückgegangen ist. Also ihr könntet schon hin, aber ihr würdet es nicht überleben. Es gibt hier in dem Startbereich eine Quest, die nennt sich der Geist von Versprechen. Die ist mehr oder weniger zufällig über die gesamte EOS-Karte verteilt. Dazu habe ich auch parallel nochmal einen Guide gemacht. Aber diese Quest bringt euch am Ende auf alle Fälle in dieses Gewölbe. Also das ist der Zielpunkt der Quest. Das bedeutet aber nicht, dass ihr die Quest gemacht haben müsst, um in dieses Gewölbe zu kommen oder dieses Rätsel irgendwas mit der Quest zu tun hat. Also hier links wäre jetzt der Ort der Leichnam der Forscherin gewesen und wir wollen jetzt einfach hier hinten durch.
ihr sehen könnt, müsst ihr dafür einen Zerstörer besiegen. Da würde ich empfehlen, Disruptor-Munition zu benutzen oder irgend sowas wie das Paw-Sturmgewehr mit elektrischen Leitungen oder ähnliches, was halt sehr schnell viel Schaden an normalen Schilden macht. Und nun müsst ihr nur noch dieses Rätsel hier lösen. Ich mache euch das mal wieder vor, wie die Lösung aussieht und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut! Ihr Interfacing war erfolgreich, Pathfinder.